Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, fast schon über eine Woche ist es her, seitdem das letzte Video aufgenommen worden ist von mir. Und ich sag's euch ehrlich, ich hab's vermisst, Bratislava. Wer mir auf Instagram folgt, Empfehlung geht raus an der Stelle. Die haben schon mitbekommen, ich war im Auswärtsblock, hab deswegen kein Video gemacht heute. Aber Österreich gegen die Türkei im Ernst-Happel-Stadion. 30.000, 40.000 Tickets werden vermutlich abgesetzt sein dann heute am Abend. Ich bin gespannt. A und F, beide Sektoren voll mit der Türkei. Es ist brutal, seine Stimmung wird, man hat's auch im Vorhinein schon gelesen, ja, wahrscheinlich sehr, sehr pro Türkei oder Türkei lastig sein. Rangnick meinte, es wird ausgeglichen sein wie bei der EM. Ich bin gespannt. Mit dabei heute Jonas. Wie immer. Wie immer eigentlich. Hoffentlich wie immer. Wir gehen jetzt mal essen. Viele werden vielleicht die Pizzeria kennen. Pizzeria Il Mercato heißt das Ganze. Das ist von vielen Leuten empfohlen, auch in meinem Freundeskreis. Manche sagen, es ist die beste in Wien. Schauen wir mal. L'Authentico ist ja bisher meine Lieblingspizzeria in Wien. Ob es besser werden wird, ich bin gespannt. Wir haben uns da rein. Geile neapolitanische Pizza, die ich mir holen. Jonas, glaube ich, hat sich gesagt, wird sich nur einen Nachtisch nehmen. Ja, aber ich war vorher bei Subway. Der Sub hat mich ein bisschen ausgenockt und jetzt gibt es gutes Tiramisu hier. Ja, wir werden sehen. Auf uns warten wird. Wir freuen uns sehr aufs Essen und zu Spiel um allen nachher mehr. Ich freue mich jetzt mal aufs Essen. Ich habe noch nicht viel gegessen. Es wird feine Sache werden. Das ist schon angeschrieben. Ich hoffe, es ist das Richtige. Steht Winter drunter. Aber egal. Wir gehen mal rein. Wir sind darin angekommen. Der Kollege zieht sich erstmal ein bisschen aus, nachdem wir mit Heißes erinnern. Ihr seht das Lokal klein, aber alles ausreserviert den ganzen Abend. Karte ist auch schon da. Wenn wir jetzt ein bisschen durchschauen. Aber ich habe natürlich im Internet schon mal einen Blick reingeworfen. Da gibt es richtig geile Sachen. Hier einmal die Calzone. Wird es geben mit Pistaziencreme oder hier mit einer Paprikacreme. Das klingt sehr, sehr geil. Aber ich werde eine normale nehmen und damit ich es auch gut vergleichen kann. Hier Burratina, Basilikumpesto, Fior di Latte, Burrata, ganz, ganz wichtig und Parma. Schinken. Das wird sehr geil werden. Hier im Lokal dann auch auf der Wand der Italienstiefel vom Norden, Lombardei bis runter Kalabrien und Sizilien natürlich. Ja, geile Einrichtung. Wie vorhin angesprochen, es ist richtig durchgetaktet. Wir von 17 bis 18.30 und danach geht es weiter 18.30, 20, 20, 21, 30. Also das Lokal ist sehr, sehr gefragt anscheinend. Aber sehr schöne Schilder, muss man sagen. Schon, gell? Ja. Finde ich auch. Oder Jonas, ein Vorbild, Fußballmatch ist nachher. Er nimmt sich ein Bier, italienisches Bier hier sogar. Muss man in die Kamera halten. Oh, er schenkt sogar professionell ein. Oh mein Gott. Ich sag's, er schenkt oh drüber. Oh mein Gott. Was halt, wie heißt's? Peroni. Peroni. Lass dir schmecken. Danke, du. Soda, Zitronen. Ja, gibt kein Radler. Was soll ich machen? Jonas, dein Tiramisu ist schon gekommen. Schau dir das an. Er sagt sogar, du trinkst zuerst das Bier und dann kommt das Tiramisu. Ja, Alter, einen Blick drauf. Genauso muss es ausschauen. Ach, geil. Lass es dir schmecken dann. Vor mein Essen noch kommen, muss ich auch mal ehrlich sagen. Natürlich die Videos und so, es ist Arbeit, das gehört natürlich dazu. Aber ich habe es vermisst, ganz ehrlich. Wenn man da mal eine Woche lang kein Fußball am Wochenende ist, man kommt nicht zu einem Lokal, man geht nicht essen irgendwo in einer Stadt und hat natürlich auch kein geiles Fußballspiel nach. Aber ich bin froh, dass die Länderspielpause jetzt dann mit heute auch wieder vorbei ist. Freitag geht es weiter nach Ried, Sonntag dann Sturm gegen Salzburg. Also richtig, richtig geile Spiele, die da in der nächsten Zeit auf uns warten. Ich freue mich einfach drauf. Und ich hoffe, ihr freut euch schon genauso auf die ganzen geilen Videos. Für alle, die sonst auch nicht genug bekommen. Twitch-TV. Schrägstrich, der Miegel, abchecken, regelmäßig live, meistens dreimal in der Woche, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein, zweimal weniger, aber jede Woche mindestens einmal live, das heißt vorbei, schon Follow da lassen, wenn ihr Prime habt, Amazon Prime, Abo, auf jeden Fall auch da lassen, kostet nichts und unterstützt mich. Das Lokal ist richtig, richtig klein, ihr seht so drüben die ganzen Pizzakartons aufgestapelt, ja, ich warte auf meine Pizza. Jonas dreht schon da ein Bier, dann will unbedingt sein Bier austrinken, bevor es Tiramisu ist. Ja, das passt halt nicht zusammengeschmacklich, was soll ich sagen. Schaut sich doch mal dieses Kunstwerk an. Hier noch ein bisschen dieses Basilikum, Pesto, Öl, Burrata, dieser Parmaschinken. Hier fehlt schon ein Stück. Wir haben uns gerade eins geteilt. Was sagst du, Schinken? 10 von 10. Ja, Bruder, ist brutal. Also, ich liebe Parmaschinken, Burrata, das Basilikum, Pesto drauf und dieser fluffige Rand. Ihr seht es, das wird ein Festmahl werden. Mehr kann ich gar nicht sagen. Ärmlich auch aus der Nahaufnahme. Schön, Burrata, der Schinken und schaut auch diese schöne fettige Ölschicht hier an. Natürlich der perfekte Rand. Dazu bekommen wir auch so ein Knoblauchöl. Geil, 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 geil. Wir sind live dabei. Erster Bissen, den er nimmt sogar noch, bevor ich hier die Pizza gönne. Rein. Mm. Mm. Das klingt nach einer guten Reaktion. Gleich nächster Löffel hinterher. Mm. Ist insane. Also, ich sage ehrlich, 9,8 von 10. Ich habe das hier schon ein bisschen zerstört, ein bisschen in Stücke geschnitten. Ihr seid jetzt dabei, wenn der Burrata angeschnitten wird. Wir schneiden jetzt den geilen Burrata an. Köpfe ist. Einmal hier köpfen. Das Stück geht auf die Seite. Jetzt machen wir es hier schön auf. Oh yes. Schaut euch mal bitte diese Schönheit hier erinnern an. Wir nehmen hier was, legen es auf das Stück drauf. Oh mein Gott, wir nehmen das Stück, falten es zusammen. Ja, da. Bro, du verunstaltest diese Pizza, es ist unfassbar. Ja, komm, sag's. Kann man nicht haten. Bruder, ultra heftige Pizza. Ultra, die Burrata passt perfekt rein, Parmaschinken ist geil, Bogen ist perfekt. Serviette, Test, normale Papierserviette, 5 von 10 Standard. Leider nur Standard-Serviette. Aber Pizza,
überdurchschnittlich, ultra heftig. Was jetzt noch wichtig ist hier, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ist das Knoblauchöl. Ich glaube, man kann es leicht erkennen. Schön rein. Und ich lasse mir schmecken. Ich kann euch gar nichts mehr zeigen. Es war sofort absolviert. Also sehr, sehr zuvorkommendes Personal auch da. Ja, abschließend, ich hoffe, ich bin dir nicht zu viel verwischt. Ich konnte mich nicht mehr abwischen. Alles wurde sofort absolviert. Es war so geil. Also für mich wirklich 9,5 von 10. Das ist richtig, richtig geil. Ich kann jedem empfehlen. Geht's mal her. Holt euch eine Pizza. Das wäre richtig, richtig gut. Auch das Knoblauchöl perfekt dazu gepasst. Ich habe mir aussuchen können, ob ich Chiliöl oder Knoblauchöl oder beides haben will. Ich habe mich fürs Knoblauchöl entschieden. Absolut richtige Entscheidung. War sehr, sehr geil. Sehr gut dazu gepasst. Und ich glaube, dieses Lokal wird mich wieder mal sehen. Aber ich habe es angekündigt nach dieser Big Baba Bubu Pizza gibt's auch für mich noch ein Tiramisu. Boah, Jonas in das Tiramisu. Jetzt bin ich dran. Erster Löffel. Ah, ich habe auch die Pflanze gefilmt, perfekt. Es fühlt sich auch schon so cremig raus, also cremig an beim Rausgehen. Wenn ich mich nicht verschluckt hätte mit dem Kakao da oben drüber ist, ich sag's euch, das ist cremig. Brutal. Weiß nicht, ob du es auch so empfunden hast. Ja, ja, ja. Aber das ist brutal. Film mal rein. So fluffig auch, ja, einfach. Wenn ich hier rausgebe, wie leicht das geht. Schaut euch mal, es zerrinnt quasi fast schon. So cremig ist es. Ich lasse mir schmecken. Fertig mit dem Tiramisu und ihr kennt mich, der ehrliche Bewerter. Ist gut, aber bei L'Authentico war es besser. Muss ich ehrlich sagen, vorher schon verglichen, Pizza, man hat nicht viel Unterschied. Beides sehr geil, beides 9,5 von 10. Richtig, richtig geile Pizza einfach. Ich liebe neapolitanische Pizza. Wenn ihr neapolitanische Pizza auch mögt, L'Authentico, hier Il Mercato, beides sehr, sehr fein. Auf jeden Fall abchecken. Tiramisu, ja, war mir fast schon ein bisschen zu durchtränkt unten, diese Biskotten. Alles in allem, aber was war, es ist Meckern auf hohem Niveau. Dieses Tiramisu wieder von mir bekommen, 7,5 und es war einfach höher und besser bewertet bei L'Authentico. Aber trotzdem insgesamt sehr, sehr geil. Hat mir sehr gut geschmeckt. Und schauen wir mal. Zahlen und dann schon ab zum Stadion. Kurz zur Rechnung sitzt insgesamt 44,70 mit Trinkgeld logischerweise ein bisschen mehr. Pizza etwas teurer, aber dafür auch eine spezielle, richtig, richtig geile Pizza. Das Geld was wert. Zweimal Tiramisu. Preislich in Ordnung. Natürlich nicht billig, aber wie gesagt, heutzutage in Ordnung. Was beim Bundesheer sagt man immer rechts um. Sebi zahlt für mich die Rechnung. Oh shit. Kleiner Freestyle von Jonas. Insgesamt die Bewertung von mir abschließend. Pizza, wie gesagt, 9,5. Richtig, richtig geile Pizza. Tiramisu gibt von mir ein 7. Und insgesamt preislich würde ich deswegen sagen, wie ich das Lokal bewerte. Das ist klein, gemütlich. Ja, viel, viel los. Essen, wie gesagt, sehr gute Qualität. Gibt von mir insgesamt 8 von 10 Punkte. Also auf jeden Fall vorbeischauen. Richtig, richtig geil. Personal auch sehr freundlich. Ich habe 8,5 Punkte. Personal auch sehr freundlich. Deswegen 8,5 von 10 Punkte. Pizzeria El Mercato. Kann man sich gönnen. Preis habt ihr auch gesehen. So, wir sind jetzt gemütlich hier mit dem Bus hergefahren. Sage ich eines, es ist schon einiges los. Es ist jetzt 18.45 Uhr circa, also 2 Stunden vor Anpfiff. Was sagst du eigentlich? Wirklich schon einiges los. Ja, man sieht auch schon viele Leute mit so Türkei-Fahne und so. Also. Ja, also es ist wirklich gut viel los. Das Ernst-Happel-Stadion vor uns. Jonas da. Jonas, sag's euch, wie geht's aus heute? Ja, Österreich gewinnt, wir können 3-1 fertig. 3-1? Ja, fertig. Boah, saftiges Ergebnis. Ja, Türkei ist stark. Ja, 3-1 fertig. Hier natürlich auch Polizei heute, das ist klar. Ja, zu mir zum Spiel nachher mehr. Ich werde ja, sobald die Aufstellung da sind, gleich einblenden. Reden wir ein bisschen drüber. Schauen wir mal, wer jetzt wirklich fit ist. Sabitzer ist irgendwie ungewiss. Aber wir werden sehen, aber ich bin mal guter Dinge. Wie immer hier, das Lied wird gerade von Flo Rida, I Cry. Hoffentlich nicht wir nach dem Spiel. Aber wie immer da, dieses kleine Dorf, was aufgebaut wird von den Sponsoren vom ÖFB. Jonas und ich sind mittlerweile schon im Stadion erinnern. Sitzen schon mal jetzt, ich glaube, 90 Minuten oder so vor Anpfiff auf unseren Plätzen. Jonas, dein Traumszenario ist immer gerne viel früher im Stadion. Das ist wirklich extrem nice, Bruder. Also, es ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung, so früh im Stadion zu sein. Es war draußen Kälte, es geht mittlerweile, finde ich eigentlich. Wir sind mit Essen gut gestärkt. Handyakku wird aufgeladen, ich freue mich aufs Spiel. Mannschaften kommen gerade rein, es wurde gerade der Österreich-Teambus gezeigt. Rang der Ehrenmann hat noch ein paar Autogramme gegeben. Spieler kommen gerade auch schon aufs Spielfeld rein. Jonas, warum spielst du heute nicht? Verletzt, Bruder. Ein Ziergerl habe ich. Ziergerl. Naja, sonst würden wir Jonas da sehen. Vielleicht auch zum Auskennen, weil hier drüben wird die Österreich-Kurve sein. Längsseite, Längsseite. Und diese beiden Sektoren sind nur für die Türkei reserviert. Schöne Grüße an der Stelle auch an meinen Barber, Barber Joe. Ja, ich sag's euch, ich habe ihm 2 Tickets besorgt. Ich bin schon gespannt. Er ist mit seinem Sohn dort. Ich hoffe, er hat viel Spaß heute. Ja, Stimmung wird, glaube ich, sehr geil werden. Gerade im Auswärtsblock wird da, glaube ich, die Hütte richtig, richtig brennen. Bin schon sehr gespannt. Samfeld, Gregoric. Und auch Alex Brass ist noch am Handy, Querfeld neben ihm. Das ist jetzt alles Schmidt, Xaver Schlager hier auch mit seinen längeren Haaren gut zu erkennen. Da oben seht ihr gerade, der Mannschaftsbus von der Türkei kommt rein. Und gefühlt, was wir vorher am Buhruf und Applaus gehört haben, bei 1/4 Österreicher, 3/4 Türken.
Ja, schauen wir mal, wie die Stimmung heute wird. Ich habe das vorhin schon angekündigt, jetzt ist mal die Aufstellung in Österreich da, die Türkei da. Ja, Sabitzer, leider nicht in der Startaufstellung, dafür Schmidt, Gregoritsch, Baumgartner, Schlag auch wieder im Tor. Dann so mit Wöber, glaube ich, in der Innenverteidigung, also sollte eigentlich stabil sein. Posch rechts, links um Vene, also auch die Verteidigung sollte eigentlich wirklich stabil sein. Mittelfeld bei Österreich sowieso sehr gut, die zwei Spieler mit dem höchsten Marktwert, also da mache ich mir keine Sorgen. Türkei, wenn du ins Mittelfeld schaust, Salihöcskan, Calhanoglu und vorne im Mittelfeld Arda Güler, also sehr, sehr stark besetzt, auch der Kader von der Türkei heute. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Mein Tipp für heute, 1-1 realistisch, aber ich hoffe auf ein 2-1 für Österreich. Einfach, dass Österreich hier nochmal Selbstbewusstsein tanken kann vor der EM. Jonas, du hast vorher gesagt 1-0, glaube ich. Ich habe gesagt 3-1. Ah, 3-1. Und ich überdenke gerade meinen Tipp die ganze Zeit, aber ich bleibe bei 3-1. Bleib dabei, 3-1, ich sage 2-1. Daumen sind gedrückt. So, ihr seht es drüben, die Sektoren lauter Türken. Es kommen die eigenen Torleute von innen gerade rein. Es ist brutal. Die österreichische Mannschaft kommt rein. Mannschaft kommt zum Aufwärmen und ihr hört einfach nur Pfeife. Wie wird die Stimmung heute, Bro? Barbar-mäßig. Hat er einen Schal? Ja. Was steht drauf? Immer wieder Österreich? Ja, ist ja klar, für wen wir sind heute, oder? Ja, wahrscheinlich bist du für die Türkei, oder? Ja. Hier geht die Aufstellung durch. Und man hört nur Pfeife. Kevin Danzo! Ich muss sagen, bin taktisch nicht schlecht, Aufstellung 45 Minuten vor Beginn zu machen. Es sind noch nicht alle türkischen Fans da, es ist noch nicht so laut. Hört ihr das? Jubel jetzt komplett. Türkische Mannschaft kommt rein. Es ist heute absolut Jonas sein Tag. Was passiert hier? Die Person, die Musik macht hier im Stadion, erster Appelstadion, Länderspiele Musik, Banger für Banger. Brutal. Und auch immer so geile Remixes. Also Props an die Person, die Musik macht. Sehr geile Musik heute. Und Nikolaus Seiwald durchgesetzt. David Alaba zum 10. Mal. Der Pokal des Jahres in Österreich. Birgit Egarter gemeinsam mit ÖFB-Präsidenten. Bleiben Sie hier nochmal ein Marktunterschied von ungefähr 30 Millionen. Also die Teams sind wirklich sehr, sehr ähnlich stark. Ich hoffe einfach heute das bessere Ergebnis, das bessere Ende für Österreich. Wichtig, wie gesagt, für Selbstbewusstsein. Vor der EM nochmal 306 Millionen Türkei, 274, glaube ich, Österreich. Also wird ein geiles Spiel werden, da bin ich mir sicher. So, ich muss drüber reden wegen Copyright-Gründen, aber alle haben hier die Fahnen oben. Auch Jonas mit der Fahne in der Hand. I am from Austria. Ja, geil, zumindest hier. Teilweise mal gute Stimmung. Ich weiß noch nicht, warum hier der Oberrang nicht besetzt ist und im Unterrang auch nicht viel los ist, aber ansonsten Längsseite gut gefüllt. Und auch hier auf der Längsseite schon einiges los. Aufstellung von der Türkei. Ihr seht, ist der Block komplett voll da. Arda Güler. Die Türkei liebt ihn. Ganz schön, der Ernst-Happel-Stadion. Von innen ist es ja ganz schön, wenn man drinnen ist. Leute sind da. Schauen wir mal. Ich freue mich auf den Fußballabend. Mit wir stehen Integration. So, meine Damen und Herren, ein Zeichen. Und jetzt miteinander. Sandra Schlager! Mit der Nummer 2, Maximilian Jürgen! Ja, hört es. Mit der Nummer 3, Philipp Pfiffer von rechts. Also. Mit der Nummer 5, Stefan Busch! Ich weiß nicht, was sie machen, aber alle türkischen Fans haben die Hände oben. Die sind sehr laut. Und Porsche im Angriff, er hört sich Pippe, es ist brutal. Bro, es ist ein Auswärtsspiel, was soll ich aber sagen? Aber brutal, also nicht so ein bisschen, sondern komplett. Ja, Österreich hat den Ball und komplett das ganze Stadion einfach zum Pfeifen gefühlt. Das ist. Man hat sich auf Videos schon gesehen bei Deutschland gegen Türkei. Ja, es ist verrückt ein bisschen, aber ja. Weiter,
noch nicht lang, Jungs, was passiert hier? Die Jungs, wie geil ist das? Scheiße, Mann. Oh mein Gott. Ich schau dir das an. Ich komm. Unsere Nummer 4. Xaver Schlager! Neuer Spielstand. Österreich 1. Den Hand. Danke. Bitte. Was geht ab? 1-0. Bruder, wir werden Europameister. Danke, Ralf Rangnick. Jungs, die hören aber nicht auf, Nachwuchsstand, es geht weiter. Oh. Merkt's aber, herzliche Stimmung, sie sind ein Angriff sofort total laut. Und man muss auch sagen, die Lüge einfach eine starke Mannschaft. Einstellung, Umschaltmoment, starker Ball auf die Seite rein, guter Abschluss, aber ja, Hauptsache der Ball ist vorbei. Wahnsinn. Das ist ein Wechselgesang. Ja, komm, der Türkei. Einfach sagen, Türkei, individuell sind sie richtig, richtig stark, wie der Reinkontakt weiterspielen, direkt wieder weiterspielen, richtig stark rausgespielt, aber noch ist die Verteidigung wach, aber die Türkei wird immer stärker. Ja, möglicher Strafstoß für die Türkei, also, es stehen schon alle um ihn rum vorne. Also wir befinden uns ja jetzt in einer schwierigen Situation. Schiedsrichter wird es schon umgezeichnet von den Spielern und er schaut sich's an. Ich sag's ehrlich, ich hab's nicht gesehen, wir sitzen nur zu weit weg. Ich glaube, Handspiel, du meintest hohes Bein. Ich hab hohes Bein irgendwie, also könnte ich mir vorstellen, aber kann auch sein, dass komplett gelb ist, wenn man es im Fernsehen gesehen hat. Schauen wir mal, hoffentlich gibt's da keinen Helfer. Schaut euch das an, das ganze Stadion. Es sind so viele Türkei-Fans. Aber ja, aber es war Handspiel, also steht Handspiel. Ja, würde ich gern sehen einfach. Ja, Handspiel. Elfer für die Türkei. Aber die Entscheidung ist so schnell gefallen, es muss eindeutig eigentlich gewesen sein. Ich glaube nicht, dass es strittig war. Oder bei Salzburg hältst du auch immer, jetzt halt da. Oder schaut euch mal diese Menge an. Jeder Rang ist gefüllt. Und die feiern 1-1. Das sicher verwandeln in die Mitte hoch. 25. Minute 1-1. Hört euch das an. Ich muss extrem laut reden. Man hört es aus, weil es so laut ist. Ich muss es ehrlich sagen, wir sind nicht negativ gemeint. Die Türken sind verrückt. Sobald ein Spieler von ihnen Ball berührt, alle jubeln und schreien los. Es ist verrückt, es ist crazy. Wirklich die Göttin ihrer Mannschaft. Man merkt einfach, da brennt jeder Support zu 1000% die Mannschaft gerade. Das ist wirklich heftig. Sehr, sehr heftig. Support für die Nationalmannschaft. Man kennt das eh ganz gut am Video. Alle holen gerade ihre Taschenlichter raus, beziehungsweise vom Handy, Taschenlampen raus, Trainer auch. Das schaut schon sehr gerne, das muss man sagen. Unsere Nummer 1, Michael Gregoritsch!
Ich sag nie wieder was. Türkei. Danke. Bitte. Richtig. Vor der Pause, ganz, ganz wichtig. 2-1. Yes. Halbzeit ist 2-1. Erste Halbzeit ist vorbei, was soll ich sagen? Ich fand sie stabil, teilweise war Luka richtig, richtig stark. Da auch dann in dieser Drangphase 1-1 nach einem Handelfmeter, den der VAR gegeben hat, gemacht. Ja, aber Gott sei Dank, Gregoritsch hat er noch das 2-1 draufsetzen können. Deswegen Österreich geht mit einer 2-1-Führung in die Pause. Was sagst verdient, du? Verdient. Ich muss sagen, die Türkei war schon stark dazwischen, mal so 10 Minuten. Gerade individuell, die Spiele sind sehr stark technisch. Waren auch schon stark am Drücken. Aber alles im Allem, sage ich trotzdem, eigentlich verdient. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viel Ballbesitz wir gehabt haben, aber ich schätze, wir haben mehr gehabt als die Türkei. Auch spielerisch einfach, finde ich, sind wir so, was den Spielfluss und so angeht, doch ein Ticken besser dabei. Aber so geil, dass unser Nationalteam mal so gut spielt. Ja, komplett, komplett. Und deshalb 2-1 komplett verdient. Und deswegen auf nach Berlin ins EM-Finale. Absolut, Road to Berlin. Das ist mein Retter. Ich habe so trockenen Mund. Ja, bring was zu trinken mit. Danke. Gerne. Zweiter Halbzeit geht los, direkt starke Chance für die Türkei. Und direkt vor uns wärmen auch die türkischen Wechselspieler jetzt schon mal auf. Man hat vorher schon gesehen, hier alle aufgestanden, haben gewunken. Und dann haben sie auch zurückgewunken. Mein Tipp. Bro, wir haben nicht mal 50. Wieder Gregoritsch, der steht ganz alleine nach rechts, weil keiner geht hin. Boah, man wieder dran und der Ball geht trotzdem rein. Zum zweiten Mal Gregoritsch ab, vorne dran und der Ball geht rein. Zum 3-1, sehr, sehr geil. Michael Gregoritsch! Neuer Spielstand. Herrlich. Österreich. Hey. Türkei. Bitte! Zu geil. 3-1. Was geht ab schon wieder? Perfekt gestartet. Es geht schon weiter. Auf, es geht weiter. Es ging direkt weiter, Österreich, die drücken aber richtig geil, sind glaube ich nochmal gut eingestellt worden in der Halbzeit, sind jetzt nochmal eine Spur aggressiver. Man muss insgesamt sagen, geil, 3-1, es ist ein Traum. Jetzt hören wir auch die Fans mal. Es ist 4-1. Österreich brutal, die hören noch nicht mehr auf, es sind 3-1, sie drücken weiter. Das macht richtig, richtig Spaß zuzuschauen. Oh, der Ball kommt sehr gut von Tormann durch, er schließt nicht. Oh, wie schließt er ab? Kam der gerade von Tormann? Ich weiß auch nicht. Und der hat jeder hat den komplett falsch eingeschätzt. Die ganze Verteidigung. Brutal. Der schließt so ab. Gott sei Dank. 38.500 Leute im Stadion. Ich freue mich, dass es Elfer gibt. Er pfeift abseits. Oh, ich hoffe, das wird noch korrigiert. Oh, Leimer hat sich schon mal den Ball in die Hand genommen. Der glaubt, dass es kein Abseits war. Und auch hier steht jetzt eben vorher kontrolliert. Ja, ja! Kein Abseits und es gibt Elfer. Das ist die Chance zum 4-1. Brutal. Bitte einfach dranbleiben. Ich hoffe, der ist nicht drin. Ich habe 3-1 getippt. Gregoritsch vom möglichen Hattrick. Ja! Er hat den locker einfach unten in die lange Ecke. 4-1! 4-1! Die Geschichte ist gelaufen. Total! Die Spieler feiern da vor der Kurve. Ihr seht es! Der Torschütze. Wie geil ist das Spiel? Zum dritten Mal. Unsere Nummer 1. Hattrick! Michael Gregoritsch! Oder Hattrick! Oder schießt aber ein Hattrick in die Türkei! Türkei! Danke! Bitte! Und das ist unfassbar! Wir sitzen da,
eine Chance nach links, die zweite Halbzeit, Österreich drückt, Tor! Sie drücken weiter, noch ein Tor! Unfassbar, unfassbar. Mit der Mentalität zu ihm. Wir sagen es schon zum vierten Mal. Ja. Gregoritsch ist hungrig, der wollte noch das vierte Tor machen. Jetzt ist es... Oder Österreich spielt so stark einfach. Aber sie singen auch Wiedersehen. Alex wird unsere Nummer 16. Einen kräftigen Applaus für Philipp Benne. Der Sturm fährt natürlich extrem und Alex Maas jetzt viel Druck bekommt von der Nationalmannschaft. Maas nach unten gehen, Linksverteidiger starten, Wiener hinten. Tief Tor. Ich hoffe. Schade. Ich glaube, die diskutieren wegen dem Foul vorne. Ich glaube, die diskutieren wegen dem Foul vorne. Glaube ich. Schauen wir mal, ob er es zurücknimmt. Ich glaube auch, dass der Foul vorne war. Aber ihr seht gleich die Stimmung. 4-2, wenn es bestehen bleibt. Die sind schon sehr laut. Aber wie gesagt, vielleicht das Foul. Deswegen beschweren sie sich, glaube ich. Ja, VAR kontrolliert. Ihr hört das Pfeifkonzert. Wenn es jetzt Tor zurücknommen und Elfer für uns, dann zucken die aus, glaube ich, auf der Tribüne da. Es dauert gerade, bis es überprüft wird. Ihr hört dieses immense Pfeifkonzert. Und der Schiedsrichter schaut es sich an am Monitor. Er gibt den Elfer, gib ihn! Ja! Yeah! Wir müssen aufpassen beim Eingehen, ich sag's, wie es ist. Was passiert da heute? Aber es ist wie ein verrücktes Spiel, 6 Tore, 3, also 3 Elfer, 6 Tore. Aus dem Spiel gegen die Nummer 13. Hin und her die ganze Zeit. Heute wirklich Top 3. Baumgartner! Top 3, was ich gibt, was gab's da, glaube ich. Baumgartner! Christo! Baumgartner! Neuer Spielstand. Österreich. Türkei. Null. Danke. Bitte. 5 Tore. Und hier so 2-1, 3-1, 5-1. Jungs, es wird ruppig. Es wird ruppig. Es wird komplett ruppig, die Idioten! Das gibt's ja nicht! Oh! Nächster guter Abschluss. Man ist ja auch langsam, leert sich auch schon ein bisschen. Also die sind unzufrieden. Ja, Stimmung ist auch weg, ich weiß nicht. Es war brutal, aber die waren so laut vorher. Maya. Türkei spielt noch mal einen Angriff. Oh, der ist Bruder. Oh, Dima schickt ihn. Ja, ja. Oh, das ist der Ball. Man muss auch sagen, sie hören einfach nicht auf. Es ist schon Nachspielzeit und sie drücken und sie pressen und sie spielen. Wirklich brutale Leistung von der österreichischen Nationalmannschaft. Deshalb was auch Wiedersehen. Das war easy. Oh, nächste Chance! Man sieht es auch jetzt. Es ist wirklich schon einiges hier an Fans nach Hause gegangen, aber das Spiel läuft noch. So schön. Er hört es. So schön. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Ja, von denen hat er sicher.
schöner Fall. Fucking Maximilian Endrup drückt der Türkei auch noch das sechste Tor. Das sechste Tor. Jetzt sind wir gleich bei Deutschland-Brasilien. Wir waren doch so, ich hoffe, ich höre heute die Torhymne. Und dann hören wir sie sechsmal. Sechsmal. Der Torschütze. Unsere Nummer 23. Maximilian! Endrup! Maximilian! Endrup! Maximilian! Endrup! Neuer Spielstand! Österreich! 6! Türkei? Gut! Danke! Bitte! Es wird langsam unangenehm! Das gibt's doch gar nicht! Spiel ist vorbei, schaut ins Stadion, 6:1, da steht der Endstand. Das war das eigentlich für ein verrücktes Spiel, wir stehen da, es ist doch eigentlich fast jeder Österreich-Fanerin und alle türkischen Fans sind weg. 6:1 schießt die Nationalmannschaft die Türkei aus dem Stadion. Ich muss ehrlich sagen, damit hätte ich nicht gerechnet, aber wer denkt sich auch, dass Österreich auf locker 6 Tore schießt, unfassbar. Also das war mal ein richtig geiler Startschuss jetzt auch in die, erstens für die internationalen Spiele, die noch kommen werden, für die EM, aber auch generell für alle Stadionvlogs, die jetzt kommen werden. Also, wenn alle Videos jetzt so geil werden, dann wird es noch ein richtig, richtig geiles Frühjahr, das wir jetzt da gemeinsam erleben werden. Aber Wahnsinn, Regovic, 3 Tore, Baumgartner, Endrup, das ist von unserem Schlag am Anfang verrückt. Verrücktes Spiel, aber... Ja, Es ist voll verrückt, wie es von der ersten Minute losgegangen ist, das 1-0 und zweite Minute. Ja, und sie hören nicht auf, sie haben immer gedrückt. Es war wirklich... Sie haben in der 94. noch ein Tor gemacht, bei 5-1. Sie hören nicht auf, ja, Österreich spielt so geil Fußball. Also Ralf Rangnick stellt die Leute so gut ein. Der Mentalität, Jungs. Und mit. Sie haben zu bedanken für die tolle Unterstützung. Also, unfassbar. Unfassbar, so geil. Es macht so Spaß, Nationalteam anzuhören zu gehen und im Stadion zu sein. Und Gregoritsch, der hat sich den Ball geschnappt vom Hattrick heute. Adante kommt hin. Der hat einen Grinser heute drauf, aber verdient. Hattrick gegen die Türkei. Jungs, da kommt die Mannschaft nochmal. Holen sich einen Applaus, aber verdient. Das war eine extrem, extrem starke Leistung. Totales Länderspiel. Wir sind jetzt schon aus dem Stadion draußen zum Spiel. Ich habe gleich im Spiel schon mehr als genug dazu gesagt. 6:1. Nur 6:1. Wir haben nach jedem Tor schon drüber geredet. Das ist verrückt. Das ist absolut verrückt. Genau hier habe ich vorhin die Prediction abgegeben. 3:1. Und Sebi war noch so. Oh mein Gott, Sebi war noch so. 3:1, bist schon ein bisschen hoch und Ding. Jetzt haben wir die 6:1 aus dem Stadion geschossen. Das ist verrückt. Absolut verrückt. Aber ja, richtig, richtig geiles Spiel. Wir düsen nach Hause, Videos aussortieren, Videos schneiden. Morgen kommt es online. Ich freue mich schon sehr auf Schneiden. Nochmal die ganzen Tore anschauen. Wird richtig, richtig geil. Und in dem Sinne, wie immer, ein Daumen nach oben, ein Kommentar, ein Abo da lassen. Die nächste Zeit, es kommen richtig geile Videos auf euch zu. Deswegen Abo da lassen, dann verpasst ihr nichts. Und in dem Sinne, sage ich nur noch haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute.